Die verheerenden Waldbrände an der Westküste der USA haben bislang mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. In den US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien und Washington mussten 500.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Viele Orte sind durch Feuerwände von der Außenwelt abgeschnitten. Diese schwersten Brände, die die amerikanische Westküste je erlebt hat, sind Folge einer enormen Hitzewelle mit trockenen Winden. Tausende Quadratkilometer sind zerstört. Die USA haben an die Terroranschläge vom 11. September erinnert, bei denen vor 19 Jahren fast 3000 Menschen ums Leben kamen. Auch beide Bewerber um das Amt des Präsidenten gedachten der Opfer. Donald Trump sprach bei einer Feier in Shanksville, Pennsylvania. Dort stürzte eine der entführten Maschinen ab, nachdem Passagiere sich gegen die Terroristen gewehrt hatten. Joe Biden nahm an einer Gedenkfeier in New York am World Trade Center teil und reiste dann weiter nach Pennsylvania.